Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Hilmer aus Suderburg macht weiter Front gegen die Verkehrspolitik der neuen Landesregierung. In der vergangenen Woche gehörte er bereits zu den 14 Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus den Reihen der Christdemokraten und Liberalen, die in einer gemeinsamen Erklärung Rot-Grün aufforderten, sich zum Bau der A39 zu bekennen. Nun kritisiert er die Ankündigung der Landtagsgrünen, die niedersächsische Anmeldeliste für den Bundesverkehrswegeplan zu überprüfen und fürchtet womöglich eine Streichung von Projekten. Hilmer sieht deshalb auch Verkehrsmaßnahmen im Landkreis Uelzen gefährdet. Denn die Anmeldeliste zum BVWP umfasse auch die Ortsumgehung der B71 für Großliedern und Hanstedt 2 sowie die Ortsumgehung der B171 für Stöcken. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der AZ. Es ist eine Rechtslücke, die danach schreit, geschlossen zu werden. Das sagt Uelzens Bürgermeister Otto Lukert, der sich darüber ärgert, dass Kommunen keine Chance haben, Baustellen wie am ehemaligen Café Harder oder am ehemaligen Katasteramt zu vermeiden. Unterdessen prüft der Landkreis, ob er zumindest als ersten Schritt anordnen kann, dass der Trümmerhaufen an der Ecke Gute Straße, Mauerstraße mit einer Plane abgedeckt werden muss. Die Stadt Bad Bevensen hatte heute ihren ersten Termin vor dem Verwaltungsgericht, wo sie gegen die N-Bank klagt. Die Bank fordert von der Kurstadt mehr als 90.000 Euro Fördergelder zurück, die Bad Bevensen für die Sanierung der Fußgängerzone genehmigt worden waren. Wie der erste Prozesstag ausging, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der AZ. Zum Schluss der Sendung nun wie immer ein Blick aufs Wetter. Was uns am Donnerstag im Landkreis Uelzen vom Frühlingswetter bleibt, sind milde 9 Grad und nur anfangs noch etwas Sonne. Tagsüber ziehen dichte Wolken auf, die aber noch dicht halten. Dabei weht meist der Wind schwach aus Richtung Osten. Nachts regnet es etwas bei 3 bis 4 Grad plus und am Wochenende verabschiedet sich das Frühlingswetter dann wieder. Das war AZTV für heute. Die nächste Sendung sehen Sie dann am Donnerstag wieder. Wenn Sie mögen, schauen Sie wieder ein.